Herzlich willkommen bei den BIFF Talks des 36. Braunschweig International Film Festivals. Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre aktuellen Filme und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Julia Rutkowska und ich freue mich sehr, heute Regisseur Niklas Mehne und Schauspieler Nikolaus Sternfeld begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen. Die Einladung. Euer Film Schlussklappe ist ein Film über einen Film auf einem Filmfestival. Und der läuft auch bei uns auf dem Filmfestival. Da freuen wir uns sehr drüber. Niklas, magst du uns ein bisschen erzählen, worum es da geht? Worum es da geht? Ja. Also, ja, wie du es eigentlich schon sagst, es geht eigentlich um eine Filmcrew, die mit ihrem Kurzfilm zu einem Filmfestival eingeladen wird. Und dann fahren die, also das Filmfestival ist in Saarbrücken, dann fahren die gemeinsam nach Saarbrücken. Und die Idee des Films war es so ein bisschen dann, den Zuschauer mit hinter die Kulissen des Filmfestivals zu nehmen. Und quasi mit den Figuren noch zu erfahren, wie aus der Sicht der Filmschaffenden, was passiert eigentlich nach einem Q&A, was passiert noch bei den Filmpartys und so. Und dann waren so Themen halt Networking, neue Jobs machen und so ein bisschen. War das so die Frage, ja, oder soll ich es noch ausführlicher? Nee, perfekt. Genau. Das ist für die Zuschauer, ich habe ihn ja gesehen und ich fand das halt total spannend, weil ich ja quasi dann irgendwie einen Film über meine Arbeit auch geguckt habe, ne? Für Gäste oder BesucherInnen, die nur in den Film gehen, ist natürlich super cool, das mal zu sehen, was danach passiert, dieses ganze Networking und so weiter. Nico, du spielst den Andi, das ist der Kameramann des Teams, der da mitfährt. Der steht auch liebestechnisch dann so ein bisschen zwischen zwei Stühlen, kann man sagen. Wie hast du dich auf deine Rolle vorbereitet und wie habt ihr zusammengearbeitet? Wie lief das ab? Ich sage auch immer wieder das Gleiche. Es war kein Hexenwerk, sich auf diese Rolle vorzubereiten. Ich glaube einfach, den Text kennen, was bis auf einen Drehtag immer funktioniert hat. Und sonst habe ich versucht, einfach viel aus mir zu nehmen. Ich musste jetzt keine ganze Rollenverwandlung à la Daniel Day-Lewis machen. Und habe alles, was abseits meines eigenen Charakters in Andy war, habe ich viel von Freunden genommen, die mir sehr nahe stehen, aber einfach so ein bisschen mehr egomäßig unterwegs sind als ich, würde ich mal behaupten. Und die Zusammenarbeit war der Wahnsinn. Ich hab noch eine interessante Frage in diesem Bezug, weil ich habe jetzt mal nachgedacht, also wir haben ja 3 Jahre gedreht, es war ja eine Independent-Produktion, wir hatten ja keine Filmförderung und deswegen hat es erstmal so schon ein bisschen länger gedauert, weil wir in so Blöcken gedreht haben, aber dann kam noch Corona, also wir haben ja vor Corona angefangen, dann war Corona und dann mussten wir halt damit umgehen. Und ich fand es halt für mich, und das ist jetzt die Frage, für mich fand ich es dann manchmal schon so ein bisschen anstrengend, immer wieder reinzukommen. Ne? Ja. Man konnte es nicht so richtig abschließen und dann musste man mal wieder reinfinden, wo waren wir, wo sind die Beziehungen. Wie ging es dir denn damit? Da ich mir Notizen gemacht habe in mein Drehbuch, konnte ich auf jeden Fall immer wieder reinschauen und mich dann in das Ganze hineingeben. Und das ist dann eigentlich, für meine Verhältnisse war das ganz gut festgehalten in dem Drehbuch. Ja, man sieht auch in dem Film, wenn man genau hinschaut, gibt es, glaube ich, so ein Schild, das hängt an einem Schrank oder Kühlschrank, da steht nur, bitte in haushaltsüblichen Mengen einkaufen. Und das ist ja, ne, erinnern wir uns an die Zeit, als Klopapier ganz da war. Wow, krass, das aus dem Film, wenn ich genau geguckt habe. Ja, das war nicht richtig, richtig cool. Es gibt auch noch, über eine Tür steht irgendwann Notausgang, das fällt mir immer auf. Was steht über der Tür? Notausgang steht bei dem, in dem Schlaf, aber wir wollen nichts vorwegnehmen. Okay, genau. In dem Schlafzimmer von dem einen, wo der andere mitschlafen muss, steht über Notausgang. Ja, das Filmteam ist ja dann auf dem Marx Ophüls, die haben dann ihre Screenings, die ganzen Veranstaltungen und so weiter, sehen dann natürlich dann auch ihren Film im Kino. Wie ist dann das für euch, einen Film das erste Mal auf der großen Leinwand zu sehen? Also Niklas, du als Regisseur beschäftigst dich ja die ganze Zeit quasi mit dem ganzen Werk, sage ich jetzt mal. Du siehst das ja, was weiß ich, wie oft. Nico, bei dir, du bist ja quasi am Set für deine Szenen. Wann siehst du dann den Film zum ersten Mal ganz? Ist es dann auch auf der großen Leinwand und wie fühlt sich das an? Es war auf der großen Leinwand. Unser Produzent Andreas Berg hatte sich die Mühe gemacht, ein Kino zu mieten für die Teampremiere und das war auch für eigentlich alle Schauspielerinnen das erste Mal, das zu sehen. Und mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Das natürlich auch etwas verfangen, weil ich halt selber drin bin, aber ich fand den Film unfassbar gut. Sehr gut. Und das Schöne daran war, es ist auch meine erste Festival-Tour insgesamt und auch das erste Mal, dass ich
innerhalb des Kinos für meine Karriere was verändert. Und das war der einzige Film, den ich hatte. Das einzige Pferd im Stall. Und dann war ich total aufgeregt, weil du natürlich auch gar nicht mehr eruieren kannst nach diesem ganzen Corona-Dreh mit den vielen langen Pausen. Wie sieht denn jetzt der Film aus? Ich habe das total verloren. Und dann lief er dort und ich war sehr, sehr froh und habe sehr viel gelacht und auch einmal geweint. Ich war leider nicht dabei. Du warst gar nicht dabei? Nee, ich war nicht dabei, weil das Ding war, wir hatten ja Premiere auch auf dem Max-Ophüls-Festival im Januar. Und da war halt Corona noch ein bisschen mehr überall. Und das heißt, das Festivalmodell von Max-Ophüls sah so aus, dass jeder, der Premiere hatte, also jeder Film wurde einmal am Tag gezeigt und somit sind die Filmteams nur einen Tag hoch und runter gefahren. Und zudem durften auch nur 3 Leute vom Filmteam kommen. Und da warst du ja leider nicht dabei. Nein, also der Film ist eigentlich entstanden, die Ursprungsidee zwischen mir, meinem Kameramann Manuel Ruge und halt Andreas Berg, der eine Rolle übernommen hat und dann die Produktion. Und dann war irgendwie klar, dass wir 3 dann auch zur Premiere nach Saarbrücken fahren. Und das war halt ein bisschen schade, weil das war, ist ja genau der Moment, wenn alle den zum ersten Mal sehen und man als Regisseur sieht, ah ja, irgendwie hat es funktioniert und sind alle happy damit. Und jetzt ist es halt immer noch so, diese Woche war ich noch auf einem anderen Festival in Frankreich und das war das erste Mal internationale Premiere. Da habe ich auch ziemlich, obwohl ich bei jedem Screening schwitze ich so ein bisschen, weil es halt eine Komödie ist, funktionieren die Gags und deswegen war es sehr spannend, das auch mal international zu sehen. Ja, cool. Na gut, dann hat euch Corona so ein bisschen Steine in den Weg gelegt, aber es hat ja trotzdem alles super funktioniert. Nochmal zum Thema Filmfestivals, eine abschließende Frage. Warum würdet ihr sagen, sind Filmfestivals so wichtig? Ein Film könnte ja auch einfach im Kino laufen. Man geht mal rein, guckt sich den an und geht wieder. Möchtest du antworten oder soll ich? Ich glaube, wir haben die gleiche Antwort, aber du kannst... Echt? Ich schaue mal, ob es meine gleiche wäre. Also Filmfestivals sind, glaube ich, in mehrerer Hinsicht wichtig. Einmal für Filme, die keinen Verleih haben. Wir haben auch immer noch keinen Verleih, deswegen wir wissen gar nicht, ob unser Film irgendwann mal ins Kino flächendeckend kommt, damit Leute den überhaupt sehen können. Und somit sind die Filmfestivals schon ziemlich wichtig für uns, dass unser Werk gezeigt wird irgendwie. Und vielleicht auch Preise zu gewinnen. Und bei Kurzfilmen ja sowieso auch. Das ist ja noch enger eigentlich, glaube ich, diese Auswertungskette, wo kann ich den zeigen, ne? Weil es gibt keine, also in normalen Multiplex-Kinos keine Kurzfilmreihen, wo die Leute reingehen. Die gehen dann eher in so Marvel-Filme oder so. Das ist einmal wichtig. Ansonsten ist natürlich auch dieses Networking ziemlich wichtig. Also wen lerne ich kennen auf Filmfestivals und auch dieser Austausch einfach unter den Filmschaffenden auch für neue Projekte. Und ich glaube, deswegen ist es echt wichtig, dass es Filmfestivals einfach gibt und auch, um nochmal vielleicht so eine Stadt hier in Braunschweig, haben wir es ja auch kennengelernt, oder ich zumindest, ich war ja schon ein paar Tage länger hier, dass vielleicht so die Leute, die hier wohnen, das dann nochmal unterstützen und dann auch nochmal Filme gucken, die sie sonst normalerweise nicht gucken wollen, nur weil es auf einem Filmfestival läuft und da so mit alle mitziehen irgendwie. So, das wäre meine Antwort. Jetzt bin ich gespannt auf deine. Meine Antwort ist der letzte Teil deiner Antwort. Also, dass eine handselektierte Auswahl von Filmen, die sonst nicht die breite Masse erreichen würden, weil ich spreche da für mich, ich eher in das Convenience-Kino gehe und sei es auch Marvel, DC und so weiter, Blockbuster und dann kommt mal ab und zu vielleicht was wie Triangle of Sadness. Genau, dass diese Filme einer breiten Masse präsentiert werden, die vielleicht damit gar nicht in Kontakt kommen würden. Und gerade in Bezug auf Themen, die uns, glaube ich, alle gerade umgehen, sei es Klima, Gender und so weiter, dass das den Leuten nahegebracht wird für einen kleinen Preis. Ja. Oder generell auch die Berichterstattung, auch dieses Interview, was wir jetzt gerade mit dir führen, hier einfach, dass nochmal Aufmerksamkeit auf diesen Film gelegt wird und generiert wird, die man vielleicht aus Budgetgründen nicht hätte. Ja, in dem Film sind ja auch ein paar Leute auf so einer Mission quasi, ne, auf dem Filmfest und gucken, kann ich mein Skript irgendwie weitergeben, genau. Oder neue Leute kennenlernen. Das ist halt dieser Network-Gedanke. Ja, genau. Das ist, und das war ja auch der Grundgedanke von diesem Film, einfach nochmal zu zeigen, es ist eigentlich Arbeit. Also es ist zwar ganz lustig, also was heißt ganz lustig, es ist schön, dass Menschen die Filme sehen und dass man Q&A hat und dass man Austausch mit dem Publikum hat, was man ja auch meistens nur auf Filmfestivals hat, weil man dann da ist und das Publikum da ist und Fragen stellen kann. Aber im Grunde geht es danach irgendwie bis in die, oder gestern war Preisverleihung,
geht es ja dann noch bis in die Abendstunden weiter und dann guckt man noch, wen lernt man kennen oder wen will man mal kennenlernen und das ist dann quasi die Arbeit. Ja, schön. Also wir freuen uns sehr, dass wir euren Film präsentieren und verbreiten durften sozusagen. Ich hoffe, ihr konntet noch gut networken oder macht das noch ein bisschen. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke fürs Interview. Das Interview war jetzt quasi auch die Schlussklappe für unsere ganze BIF Talks-Reihe. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten dieses Jahr wieder fantastische Gäste. Und wenn Sie ein Video verpasst haben, dann gucken Sie doch einfach durch unsere Playlist, die wir im Anschluss einblenden. Und da kann man noch ein bisschen durch die Talks stöbern. Viel Spaß.